Moin! Herzlich willkommen hier zurück zur Samstagnachmittagsausgabe Let's Play Alice 17 Nordfriesische Marsch Vierfach-Map Version 1.8 ohne Gräben. Wir sind immer noch fleißig an der Ernte. Wir haben 4 Drescher, 6 Abfahrer inzwischen. Das hier ist der 6. Abfahrer, den ich gerade mit dazu bringe, weil die Felder doch sich inzwischen recht weit vom Hofsilo entfernen. Und ich gedacht habe, dann macht es mehr Sinn, mit 2 Abfahrern zu fahren. Dann stockt das zwischendurch nicht immer so lange. Ja, sieht ganz gut aus im Moment, behaupte ich jetzt mal. Hier die Ernte. Feld 33 müsste gleich fertig sein. Dann können wir den umsetzen. Dann kann der auf die nächsten Felder. Und hier sind wir an Feld 9 bei. Feld 19 ist schon fertig. Feld 2 ist fertig. An Feld 1 sind wir bei. Ja, Feld 33, wie ich schon sagte. Und wir sind noch an Feld 21 bei. Ja. Hier, da sind wir auf Feld 1 am Hof. Das dauert auch nicht mehr so lange. Feld 9, hatte ich schon gesagt. Hier sind wir auf Feld 33. Das passt auch, da sind wir auch bald fertig. Ja, der bringt Weizen zum, zur, na, wie heißt es denn? Weizen zur Brauerei. So. Und mit dem wollte ich mal fahren. Und erstmal will ich hier den Quatsch hinten erstmal loswerden. Und weg damit. So, das interessiert mich nämlich jetzt hier gerade gar nicht. Was ich jetzt machen will, ist, ich will einfach mal ein bisschen Pellets verkaufen. Weil wir haben schon wieder so viel Pellets hinten angesammelt. Und deshalb schicke ich den jetzt mal darunter zur Holzkirchen. Zur Holzindustrie. Okay, der sollte aufgetankt werden. Ja, kann man machen. Fahre ich mit dem gleich mal zum Hof und vom Hof dann wieder weiter. Glaube ich, hier unten noch kein Sprit in der Hoftankstelle. Das müssen wir unbedingt machen. Deshalb ernte ich ja so viel Raps, weil ich einfach möchte, dass was ist denn auf Feld 21 los? Was ist da denn schief gelaufen? Ach so. Nichts ist schief gelaufen. Er hat einfach nur gewendet. Und hat gerade vorher abgetankt. Ja, ist doch super. Hinten der MB-Trag fährt Kreise. Da müssen wir uns mal eben reinschalten. So. Das war auch noch nicht voll, aber weg. So, TGS hat Ende der Route erreicht. Schön. Ah, ich kann hier erstmal kann ich hier vorbeifahren. Hier ist nichts. Sehr schön.
Dann stelle ich mich hier einfach mal schön daneben. Der 900 Vario steckt immer im Verkehr fest, okay. So, wie viel brauchen wir noch? Das hatte ich doch letztes Mal schon mal ausgerechnet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 12 sind drauf. Also 7 passen drauf. 14, 16 brauche ich noch dann. Glaube ich. Und jetzt müsste er voll sein. Jo, ist voll. Super, so, wo steckt der 900 Vario fest? Ja, mein Fehler. Ich habe nicht gesagt, er soll 11 Meter Abstand halten. Klappt doch. Gut, der wird sicherlich gleich weitermachen. So, dann heißt, hier müsste jetzt der Optum kommen. Ja, der kommt. Gibt es hier eigentlich einen Kurs? Holz. Wo sind Pellets am teuersten? Wahrscheinlich gar nicht. Eben gucken. Pellets. Beim Heizkraftwerk. Und gar kein schlechter Preis. Feld 33 kümmere ich mich gleich. Ich zeichne hier erstmal eben einen Kurs auf. Vielleicht habe ich dann ja gleich sogar noch eben Geld, mir da unten Feld zu kaufen. Mir fehlen noch irgendwie 600.000, 700.000. Und dann kann ich mir unten nämlich noch Feld, weiß ich gar nicht was, es geht direkt gegenüber vom Rinderhof, kann ich mir dann noch kaufen. Und dann können wir sowieso nochmal richtig zuschlagen, wenn wir die ganze Ernte verarbeitet haben und die ganzen Produkte davon verkaufen, sodass wir dann vielleicht
kurz vor LS19 hier doch nochmal eine ganze Menge mehr Felder besitzen. Das ist jetzt ein Überführungskurs über Holz AKW. Ja, bevor ich mich da um meine paar Fahrzeuge kümmere, die hier gerade Meldungen machen, kümmere ich mich jetzt erstmal darum, dass hier alles abgeladen wird. Wegschicken. Fahrer entlassen. Zack. Und auf zack. Ach, der ist noch nicht leer. Ach Mann. Abfahrer rufen. Das ist ja doof. Das ist ja jetzt echt doof. Was ist denn eigentlich hier unten auf dem Feld drauf, was ich eventuell noch kaufen will? Feld 32 Weizen ist da auch drauf. Oha. Weizenvergiftung hier, ey. Nee, Quatsch. Ja, das war jetzt natürlich doof. Den hab abfahren lassen. Ja, kann man nichts machen, ist so. Es ist, wie es ist. So. Ja, Weizen kommt hier gleich bestimmt wieder irgendwo her. Das funktioniert ja. Ich verstehe nicht, warum der sich da zum Warten ins Feld reinstellt, aber egal. Muss ich auch nicht verstehen. Da hinten steht der MB-Truck und wartet. Ist doch super. Habe ich hier eigentlich schon einen Kurs von hier zur Raffinerie? So, kann ich natürlich nicht, wenn ich nicht im Fahrzeug sitze.
Rinderhof, Speiseöl. Fahren wir den doch mal auf den Kurs. Kurs beginnen am naheliegendsten Wegpunkt. Ja, cool. Das funktioniert, hoffentlich. So, irgendein Lexion steckt im Verkehr fest. Da kümmern wir uns mal drum. Ja, kann man jetzt nicht meckern. Kann man jetzt wirklich nicht lecker, nicht meckern. Funktioniert gut. So. So, und die müssen beide aufgetankt werden. Das heißt, ich muss mit beiden zum Hof. Ja, auch hier liegt ein Teil mitten im Feld. Also der Kurs funktioniert auf jeden Fall schon mal deutlich besser als vorher. Das ist schon mal klar. So. Wo ist hier das Problem? Auf Feld 21. Be
Mann. Oh. Sehe ich aber aggressiv hier. Leute, wir sind schon wieder viel zu weit. Viel, viel zu weit. Vielen Dank fürs Einschalten. Vielleicht heute Abend Livestream. Ihr werdet es erfahren. Entweder hier bei YouTube oder bei Facebook oder auf meiner Homepage. Also, ich informiere natürlich auf allen dreien. Aber, ja, ihr werdet es irgendwo erfahren. Wenn ja, schaut bitte rein. Würde mich freuen. Und ansonsten Kommentar, Like und Abo. Unterstützt ihr mich. Und ja, morgen gibt es wieder zwei Folgen. Gerne reinschalten. Bis dann. Ciao.